Komm hoch. Ja, komm mal her. Ja, komm. Ja, komm. Dann komm eben du, ist mir auch egal. Boah, die Musik passt in die Höhle. Ey, was ein Pernamone-Scheiß. Hm. Ah, da haben sie eben nur zwei Schweinchen geschafft. Auch gut. Ja, mach nur mal ein drittes Schwein. Schweinische Liebe, habt das schön gemacht. Namen werde ich dir nicht geben. Ja, scheiße, ist das am Längen. Ich guck mal, meine Festplatte ist die voll, nee, ne? Quatsch. Ist noch ordentlich was drauf. Oh, hat sich wieder beruhigt. Ah, das ist auch ein geiler Soundtrack. Da war doch noch mehr. Komm her. Ja, man soll Laub nicht mit der Axt kaputt schlagen. Aber das ist mir sowas von egal, Leute. Das ist also alle, die das nicht mögen, wenn ich Blätter mit einer Axt abbaue, dann tut es mir leid, aber ich werde das nicht ändern, weil... Ganz ehrlich, ich bin jetzt so früh am Anfang vom Let's Play und ich habe keinen Eisenmangel. Eisenmangel. Und... ja, was soll ich dann darauf achten, dass ich die Axt nur für die Baumstämme verbrauche? Ist das nervig, ey. Ich mag solche Bäume nicht. Ich brauche ein Feuerzeug für solche Bäume. Wird schon dunkel? Ist ja nicht wahr. So. Aber ist auch ordentlich was an Holz in so einem Baum, muss man ja sagen. Aber ich mag solche Bäume überhaupt nicht. Ich finde die so nervig. Boah, ist das laut. Leiser. Ja, jetzt bestimmt noch irgendwo was. Ach, scheiß drauf. Keine Lust, das beim Dunkeln zu machen. Boah. Ich versuche die Lex mal irgendwie in den Griff zu kriegen, aber im Moment weiß ich nicht wie. So. Ach du Scheiße, ist das Dunkle drin. Ich hab doch Kohle, oder nicht? Warum mach ich mir keine Fackeln? Ah, es sind keine Fackeln. Dann wie ich Kohle hab. Was ist denn los? So, da. So, auf F3. Wenn man jetzt einmal betrachtet, was da steht, sind da links die X, Y, Z-Koordinate, darunter ein F, das ist die Himmelsrichtung. 0, 1, 2, 3 und 4. Und 0. Hat diese Himmelsrichtung, wo man hinguckt. Dann steht darunter irgendwas mit IC oder LC. Dann steht da Extreme Hills, also extreme Hügel. Und dann steht daneben BL9. Habt das alle gefunden? Gut, wenn nicht, dann schlecht. So, die zeigt die Helligkeit an von künstlichem Licht. Sprich, eine Fackel, künstliches Licht. Die, wenn ich direkt dran stehe, macht 9. Und ab 7 und weniger könnten da jetzt Viecher spawnen. Sprich, da wo ich stehe, ist die 8. Aber ich gucke ja diesen Block hier gerade an. Und wenn ich mich jetzt reinbuddle, ist hier die 7, also die Höhe hier. Rein theoretisch könnte hier also eine Spinne spawnen, wenn ich mich... Eine Spinne braucht ja so ein Viererfeld zum Spawnen. Eigentlich sollte drin nichts spawnen, keine Ahnung. Wir sehen es ja dann, wenn es passiert, ne, so. Behalte ich nicht. Das behalte ich alles. Irgendwie halt... Passt.
Ja, wieder aus. Und Fackeln von aus. Und es löst sich auf. Ist ja ein Traum. Nom 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 nom. So, also Holzmangel sollten wir, glaube ich, nicht haben. Haben wir genug von. Und ob ich den Timmermod irgendwann reinmachen werde oder nicht, das weiß ich noch nicht. Im Moment brauche ich noch nicht und deswegen überlege ich eigentlich auch gar nicht, erst in den Moment reinzutun, weil was will ich damit? Ich brauche nicht viel Holz und das bisschen, was ich brauche, kann ich auch selber abbauen. Also, nee, den brauche ich echt nicht im Moment. Das Zuckerrohr wächst, die Schweine wachsen auch. Das müsste erntbar sein, jawohl. Und diesmal krieg ich sogar Korn. Samen ist ja ein Traum. Sag ich oft, oder? Traum? Ja, kann sein. So, und jetzt werde ich mal gucken, dass ich mir ein bisschen Weizenfarm mache. Nee, die Farm, ich fange jetzt gar nicht erst hier hinten an. Ich baue mich jetzt quer durch den Berg durch und guck, wo ich rauskomme, weil die Farmen sollen ja hinter dem Berg da irgendwo hinkommen. Ja, das behalte ich mal. Einfach mal gerade durch den Berg. Ne, das soll in der Mitte sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es ist sogar die Mitte. Naja, klar, ich habe die Tür doch in der Mitte gebaut. Oh, ich bin auch schlau. Einfach mal durch und mal gucken, wo ich rauskomme. Das ist die Map von oben übrigens. Da in die Richtung ist Wüste. Okay, dann weiß ich, wo ich mir meinen Sand immer hernehmen werde. So, und hier... Oh Gott, das wird aber große Räume geben für mein Haus, wenn ich hier in den Berg baue. Was habe ich da vor? Ja, ist ja ganz geil, ne? Ach du Scheiße. Da muss ich aber mal lange laufen, aber wenn man bedenkt, dass das irgendwann mal nur der Eingangsbereich wird. Vielleicht mit einem schönen Teppichboden. Ich weiß doch nicht, wie das hinter wird. Ah, ich bin durch. Dann wird das doch schon gehen. So, und hier sollen die Farmen hin. Hatte ich mir weiter oben erhofft, den Weg. Ach egal, das wird jetzt erstmal provisorisch gemacht und hier kommen jetzt die Farmen hin. Komm, du musst weg. Du bist gerade im Weg. So, da ist Gras. Das ist auch böse. Okay, jetzt würde ich sagen... Ja, ist ein bisschen... naja... klein. Könnt ihr den ganzen Berg hier wegschlagen und dann so mit da hier so ein Pool hin und Sprungbrett und ach, keine Ahnung, das steht alles in den Sternen. Ich baue jetzt erstmal ganz provisorisch eine kleine Farm hin. Einfach nur so ein bisschen. Erstmal Weizen. Kommt hier hin. Ach ja, warum nicht das ganze Feld? Alter, jetzt leck doch nicht, ich hasse dich. Ach so, das trocknet wieder, wenn kein Wasser da ist. Ja. Ist ja ganz geil. Da muss ich ja auch nichts machen, wenn es selber weggeht. Okay, das wusste ich nicht. Dann brauche ich erst einen Wassereimer. So. Wassereimer. Ach, ist sogar Wasser schon drin. Mann, bin ich vorbereitet heute. Ja, Korn, Weizen. Oh Moment, das krieg ich doch auch, wenn ich Gras abschlage. Na komm, das werde ich da hinten ja wohl kriegen. So. Und jetzt Sprung. Wow.